Guten Abend, hallo und herzlich willkommen. Ich grüße Sie und euch zu unserer Lesung heute Abend mit Sevim Celik-Lorenzen. Das Programm des Hamburger Sommers läuft ja insgesamt 6 Wochen. Das ist das erste Wochenende und ja, eine weitere Lesung. Sevim Celik-Lorenzen wird lesen aus ihrem Buch Guten Morgen Güzelim, erschienen im Mai diesen Jahres im Dahyeli Verlag. Wer ist Sevim Celik-Lorenzen? Sie ist 61 in Istanbul geboren, ist 69 mit dem Vater nach Berlin gekommen. Die Mutter ist gar nicht mitgekommen, dazu wird sie uns aber auch nachher ein bisschen was erzählen bzw. vorlesen. In den 80er Jahren war sie in Barcelona mit Freunden unterwegs, wollte dort bleiben, konnte dort aber nicht bleiben, ist wieder zurückgekommen. Sevim Celik-Lorenzen hat die mittlere Reife gemacht, hat eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und später systemische Familienberatung. Zurzeit arbeitet sie sowohl als Familientherapeutin als auch als Supervisorin in Institutionen. Sie ist auch künstlerisch aktiv, als Malerin, sie zeichnet, sie malt. Irgendwas mache ich falsch, glaube ich, Ulasch, oder? Das, kann man mich gut hören? Ja, okay. Gut. Guten Morgen Güzelim ist ihr erstes Buch und es ist ein Buch, es sind Geschichten vom Ankommen von Frauen der ersten Gastarbeitergeneration, Frauen der ersten Stunde, Frauen, über die gar nicht so viel geschrieben wurde. Letztes Jahr, 2021, war ja der 60. Jahrestag des Gastarbeiteranwerbeabkommens Deutschland-Türkei. Da gab es ganz viele Feierlichkeiten, es wurden sehr viele Menschen gewürdigt, es gab viele Veranstaltungen, viele Reden, aber viele Frauen, die kommen gar nicht so richtig zu Wort, hat man manchmal das Gefühl, weil sie gar nicht so von den ersten Gefühlen, von den ersten Tagen berichten. Und genau danach hat Sevim Celik-Lorenzen gefragt. Genau, es sind anonymisierte Geschichten, das heißt, man erkennt natürlich niemanden wieder, das wollen wir nicht, wir wollen die Frauen immer geschützt halten, das freut mich auch besonders. Ich habe Sevim gefragt, woher sie die Frauen, wie sie an sie rangekommen ist, das sind ja doch sehr intime, sehr sensible Geschichten, aber es sind meistens Freundinnen oder Freundinnen von Freundinnen, Mütter von Freundinnen etc. Also es sind wirklich, ist eine gute Datenquelle. Genau, wir starten auch mit einem Teil, den Sevim Celik-Lorenzen liest. Danach werde ich 1-2 Fragen stellen und dann lesen wir einen zweiten Teil und dann haben Sie und habt ihr auch Möglichkeiten, Fragen zu stellen, zu kommentieren, zu diskutieren. Okay, dann fange ich willkommen an. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie alle da seid und ich freue mich. Ich fange an. Ja, das wird auf Deutsch, genau. Und wir werden das nicht übersetzen. Wir können aber danach uns unterhalten. Dieses Buch widme ich meiner Mutter, die kein leichtes Leben hatte. Das erfährt er auch gleich. Aber bedanken möchte ich mich bei den Frauen, die mir ihre Lebensgeschichten, ihre Fotos, auch natürlich auch bei den Männern, die haben mir auch Fotos gegeben. Und danke für ihr Vertrauen. Jetzt fange ich an. Hamburg im Januar 2021. Warum schreibe ich über diese wunderbaren Frauen? Als junges Mädchen bekam ich 1977 von meiner Freundin, die als Dissidentin aus der DDR ausgebürgert war, das Buch von Maxi Wander. Guten Morgen, du Schöne. Maxi Wander hatte in den 70er Jahren Frauen in der DDR nach ihren Lebensträumen, Lebensvorstellungen befragt. Ihre Gespräche hatte sie als Protokolle in einem schmalen Band veröffentlicht. Dieses Buch erregte bei den Lesern in der DDR, aber auch in der Bundesrepublik große Aufmerksamkeit. Es löste Diskussionen über die Rolle der Frau in der Gesellschaft in Deutschland, Ost und West aus.
Am Deutschen Theater in Ost-Berlin wurden die Texte von berühmten Schauspielerinnen gelesen. Lange waren sämtliche Vorstellungen ausverkauft. Berichte mitten im Leben stehenden Frauen beeindruckten mich sehr. Sie regten die Leserinnen an, über das eigene Sein nachzudenken, sich Fragen zu stellen und Antworten zu finden. Ich fand schon damals, dass auch die Frauen aus der Türkei ähnliche Geschichten erzählen könnten. Nach 44 Jahren war es für mich an der Zeit, darüber zu schreiben. Die erste Generation türkischstämmiger Frauen in Deutschland ist mittlerweile 70 oder 80 Jahre alt. Viele sind in die Türkei zurückgekehrt, einige bereits verstorben. Viele leben in Seniorenheimen, sie haben unterschiedliche Leben gelebt, erfüllte, glückliche, gelungene. Die Bandbreite ist groß, ihre Geschichten sind spannend. Bei meinen Recherchen fragte ich mir nahestehende Freundinnen, wie bist du nach Deutschland gekommen? Diese Frauen waren um die 40 und zumeist in Hamburg geboren. Manche schauten mich an und sagten, ich weiß gar nicht, wie meine Mutter nach Deutschland gekommen ist. Ich werde sie danach fragen. Frag du sie doch auch. So entschloss ich mich tatsächlich, mit den Müttern meiner Freundinnen darüber zu sprechen, wie sie den ersten Tag oder die ersten Tage in Hamburg oder in Deutschland in Erinnerung haben. Auffällig war für mich zunächst, dass viele nie darüber gesprochen hatten. Einige wollten auch nicht mit mir darüber sprechen. Für sie war diese Entscheidung mit Leid, Trauer und Verlust verbunden. Andere Frauen der ersten Generation sprachen mit mir. Ich erfuhr Geschichten, über die wir gemeinsam lachen konnten, aber auch geweint haben. Es waren schöne, berührende Begegnungen. Selbst meine Kinder waren an meinem ersten Tag in Deutschland sehr interessiert. Damals begannen fast alle als Arbeiterinnen. Im Laufe der Jahre qualifizierten sie sich, oft gegen erhebliche Widerstände. Sie vollbrachten in ihren Berufen große Leistungen. Das war in der Gesellschaft gar nicht vorgesehen. Zudem mit Kämpfen und Auseinandersetzungen innerhalb den Familien verbunden, in denen die festen kurdischen, deutschen, türkischen Rollenmuster durchbrochen wurden. Oft begann dieser Prozess schon in der Türkei. Einige hatten dort bereits eine Ausbildung erhalten. Hier in Deutschland konnten sie mit ihrer Qualifikation kaum etwas anfangen. Sie fingen mit schlecht bezahlter Arbeit an, unter schlechten Arbeitsbedingungen. Sie verrichteten Arbeiten, die sie geistig und körperlich lahmlegten. Manchmal hatten sie deutsche Freundinnen, die sie mit Leib und Seele unterstützten und an die Kraft dieser Frauen glaubten. Sie mussten hart dafür kämpfen, um die zu werden, die sie heute sind. Eine Frau muss immer noch mehr Kraft und Energie als ein Mann aufbringen, um das Ziel zu erreichen, das sie bewegt und vorantreibt. Die meisten Frauen, die ich befragt habe, kamen nicht gleich nach Hamburg, sondern lebten in anderen Städten. Sie kennen den Ruhrpott, Berlin, München, Nürnberg und Frankfurt. Diese Frauen hatten schon eine lange Reise hinter sich, bevor ich sie lieben und kennengelernt habe. Fast keiner dieser Frauen wusste, was auf sie zukommen würde. Wenn sie die Chance bekamen oder nur erahnten, packten sie die Gelegenheit am Schopf. Sie riskierten viel und waren oft allein auf sich eingestellt. Sie bewiesen Mut, weil sie ihre Vorstellung von sich und der Welt ernst nahmen. Zuerst versuchte ich, mich selber an meinem ersten Tag in Deutschland zu erinnern. Wie fühlte es sich für mich an? Dann erst wollte ich die anderen Frauen nach ihrer Auswanderung befragen. Wurden sie wie ich als Kind an die Hand genommen oder kamen sie als erwachsene Frauen? Ich stellte nur zwei Fragen. Wie bist du aus der Türkei ausgewandert und wie war das für dich in Deutschland? Es war berührend, mit diesen wunderbaren Frauen, die ich in meinem privaten Umfeld gelernt habe, darüber zu sprechen. Ich bedanke mich bei Ihnen allen
Und die Namen, wie gesagt, sind anonymisiert. Weiter? Mhm, gerne. Okay. Istanbul, eine Kindheit in den 1960ern. Als Kind in Istanbul sah ich nie den Bosporus, lediglich einmal, als ich bei den Großeltern mütterlicherseits war. Die Häuser in deren Viertel waren aus weißem Holz, großzügig gebaut, mit viel Raum und Licht. Wir wohnten im Armenviertel unterhalb von Şişli, das wie ein Amphitheater aussah. Es dauerte nach oben in die Stadt zu kommen. Wir Kinder liefen fast nie dorthin, zu anstrengend. Außerdem hatten wir Angst, da oben verloren zu gehen. In unserem Viertel fühlten wir uns sicherer. Es hieß, die Nachbarn, die etwas abseits wohnten, seien Griechen. Aber ich fand sie ganz normal. Meine jungen Tanten gingen nach oben auf den Markt. Zurück kamen sie mit den jungen Lastenträgern, die sich freuten, den Mädchen dienen zu dürfen. Meine Tanten luden den Burschen so viel auf, dass meine Mutter mit ihnen schimpfte. Das sind doch keine Esel. Während die Lastenträger ihre großen Körbe abstellten, das Geld nahmen und allen guten Gesundheit wünschten. In unserem Viertel sah es aus wie Bildern von Salgado, dem brasilianischen Fotografen, der die Armen dieser Welt ihr Leben fotografiert hat. Ein Krater, als hätte ihn eine Bombe verursacht. Dort lebten arme Menschen, die begannen, sich Häuser zu bauen. Die Grundstücke waren 1958 noch günstig zu kaufen, aber ohne Wasser und Strom. Der Krater war dunkel, weil kein Tageslicht nach unten drang. Für uns Kinder war das kein Problem. Wir spielten in den halbfertigen Häusern, deren Besitzern zwischenzeitlich das Geld ausgegangen war. Wir lebten unbekümmert in den nicht asphaltierten Straßen. Außerhalb unseres Viertels waren die Häuser viel größer. Die Menschen, die da drin wohnten, waren ganz anders. Du gehst in ein anderes Viertel und plötzlich begegnest du anderen Gesichtern, mit anderen Farben, anderen Kleidern. Mich hatte das sehr verunsichert. Einmal kam die Rede darauf, wie mein Großvater auf dem Landverkäufer schimpfte. So ein Halunke und Hundesohn, er hat uns das schlechteste Grundstück verkauft. Das Grundstück war mit Stangen abgesteckt. Und mein Großvater erzählte, dass er sich immer gewundert hätte, weil er jeden Tag das Gefühl hatte, dass sein Grundstück schrumpfen würde. Bis er eines Tages merkte, dass da jemand sein Grundstück verkleinerte. Oh, das hat er mit diesen Grenzstangen gemacht. Oder gab es viele böse Worte und Drohungen? Bei so etwas waren meine Leute sehr empfindlich. Grenzverletzungen wurden nicht hingenommen. Wasser war kostbar und die Frauen schleppten aus den Brunnen am Platz heran. Er wurde oft ihr Treffpunkt. Stundenlang unterhielten sie sich dort. Und wenn eine Frau nicht im Haus war, hieß es immer, bestimmt ist sie Wasser holen. Ich wunderte mich, warum die Frauen ständig nasse Kleider hatten. Beim Wasserholen schwappte das Wasser aus den Eimern und die Frauen trugen das mit Stangen rechts und links. Der Regen weichte die asphaltierten Wege auf und machte sie rutschig. Dann hatten die Frauen doppelte Mühe, die schweren Eimer zu balancieren. Mich faszinierte die Art, wie meine Mutter Dinge verstaute, die ich ihr anbrachte. Alles kam in ihre zwei Brüste. Sie steckte es so schnell und beiläufig weg, dass ich dachte und sie dafür liebte und mich immer wunderte. Ich brachte ihr Geld, zack, landete es in ihrem Ausschnitt. Schlüssel, Geld, unsere Murmeln, einfach alles. Sie trug Kopftuch, das aber lag meist nachlässig auf ihren Schultern. Oder sie steckte es ebenfalls zwischen ihre Brüste. So behielt ich meine Mutter für immer in Erinnerung. So, jetzt kommt Gül nach Berlin, 69.
Der Flug von Istanbul nach Berlin war beeindruckend. Als wir in Berlin landeten, war die Stadt tief verschneit und es blies ein starker Wind. Ich war 7 Jahre alt und hatte große Angst vor den Schneemassen. So viel Schnee kannte ich nur aus den Erzählungen der Großeltern über ihr Dorf in Tunceli. Der Vater und meine Schwester neckten mich: Pass auf, dass du nicht einschneist. Den Wind fand ich gut. Er machte mich wach. An diesem ersten Tag in Berlin sagte unser Vater zu uns: Wir besuchen jetzt eine gute Freundin von mir. Wir fuhren mit der Bahn. In der Bahn schauten die Menschen mich an. Vor allem lächelten mich Frauen an. Ich verstand nicht, warum. Es war gut und ich lächelte zurück. Eine Bahn kannte ich bis dahin nicht, geschweige denn eine Rolltreppe. Und unser Vater zeigte uns, wie wir darauf treten und unbeschadet wieder absteigen konnten. Wir kamen auf eine große Straße. Die Bürgersteige waren breit und die Häuser hatten viele Löcher an den grauen Fassaden. Ich fragte meinen Vater nach diesen Löchern. Er sagte: Vor nicht allzu langer Zeit gab es hier einen furchtbaren Krieg. Daraufhin machte meine Schwester Peng Peng. Mein Vater sagte: Siehst du den Mann, der dort kommt? Ich sah ihn und bekam Angst. Da lief ein Mann mit nur einem Arm, an der Hand blitzte ein metallenes Teil. In Istanbul hatte ich oft auf dem Bazar Bettler gesehen, aber vor diesem finster aussehenden Mann mit seinem metallenen Hand gruselte mich. Ich schaute auf die Straße und las an einer Hauswand: Zauberkönig. Ein kleiner Laden, in dem es viele schöne Sachen zu bewundern gab. Luftballons, Luftschlangen, Zylinder, aus denen Häschen herausschauten, und dahinter einem langen Tresen viele wunderschöne Kostüme. Wir zogen unserem Vater Richtung Laden. Kinder, es wird dunkel, wir müssen weiter. Wir besuchen Elisabeth. Ich kannte seine Freundin nur von den Fotos aus Istanbul. Sie hing bei meinem verheirateten Tante zusammen mit anderen Fotos an der Wand, obwohl meine Eltern noch verheiratet waren. Meine Mutter schien das nicht zu stören, sie zeigte jedenfalls keine Regung. Nur einmal sagte sie zu meiner Tante, dass sie ein unmögliches Frauenzimmer sei. Ich wunderte mich, dass ich 2 Mütter haben sollte, meine geliebte, ständig arbeitende Mutter und eine, deren Foto an der Wand hing und die mich mit roten Lippen anlächelte. Erwachsene sind manchmal merkwürdig, dachte ich mir. Wie soll das denn gehen? Klar, der Vater braucht auch eine Frau in der Fremde, damit er nicht so alleine war. Aber nun hat er uns doch bei sich. Die Eingangstür zu Elisabeths Haus war majestätisch schwer. Die Treppenstufen glänzten und sie waren ziemlich glatt. Es roch im Treppenhaus. Im 3. Stock klingelte unser Vater. Er sah verärgert aus. Ich wusste nicht, warum. Eine elegante Frau öffnete die Tür. Ich erkannte die Dame sofort. Es war die Frau auf dem Foto. Hochgewachsen, rote Haare, in einem leichten seidenen Kleid mit großen weiß-grünen Blumen. Sie schien zu strahlen. Ihre Schuhe passten zum Kleid. So viel Ahnung hatte ich bei so vielen Tanten. Es waren Tanz- oder Hochzeitsschuhe. Wie seltsam, dachte ich, bei diesem Wetter und noch dazu in der Wohnung solche Schuhe zu tragen. Elisabeth sah festlich aus. Sie sprach nur kurz mit meinem Vater an der Tür. Mit der freien Hand machte sie selbstbewusst eine Grenze. Mit der anderen Hand hielt sie ein Glas. So ein Glas kannte ich bis dahin nicht. Es hatte einen langen Stiel. In der Türkei waren wir arme Menschen, die froh waren, wenn alle genug was zu essen hatten. Mit Schnickschnack war das nicht zu rechnen. Rakegläser kannte ich, aber Wein wurde bei uns nicht getrunken. Sie war nicht allein in der Wohnung. Irgendwann klapperte Besteck. Diese Frau ist nicht nur elegant, sondern auch sehr klug, dachte ich. Elisabeth schaute auf meinen Vater, dann nach rechts und nach links auf uns, meine 10-jährige Schwester und mich. Ich verstand kein Wort, aber meine großen Augen sahen die Überraschung in ihrem Gesicht, dass mein Vater mit uns Kindern bei ihr
auftauchte. In seiner Abwesenheit hat er sich wohl überlegt, doch keinen Mann mit zwei Kindern zu versorgen. Wir gingen die Treppen runter. Draußen im Wind und Schnee erklärte unser Vater, ich schaffe das auch ohne diese Frau. Ach, ich fand es schade. Sie wären ein attraktives Paar gewesen. Mein Vater war ein gut aussehender Mann und in Elisabeth hatte ich mich sofort verliebt. Ich hätte sie gerne als Mutter gehabt. So elegant, so viel Leichtigkeit und so wenig Furcht hatte ich bisher keine Frau gesehen. Alle meine Puppen hießen fortan Elisabeth. Ich muss noch was trinken. Der erste Tag in Deutschland war einschneidend für uns. Von diesem Tag an hieß es für mich, ohne Mutter zu sein. Das bedeutete einen doppelten Heimatverlust. Zum Glück, dachte ich, habe ich meine Schwester bei mir. Unser Vater war bereits 1964 in Deutschland. Wir blieben dann bei den Großeltern in Istanbul, zunächst mit, später ohne Mutter. Wir wollten aber auch nicht bei unserer Mutter bleiben. Ihre Familie war modern und behandelte uns äußerst abfällig. So blieb ihr nur vor Gericht zu ziehen. Kurz vor der Gerichtsentscheidung brachte unser Vater uns nach Deutschland. Vielleicht soweit erstmal. Vielen, vielen Dank. Wir haben ja ganz viel darüber gelesen, dass ganz viele Gastarbeiter der ersten Stunde aus den kleinen Provinzen oder aus den Dörfern erst nach Istanbul kamen. Viele Männer sind dann mit dem Zug nach München, wurden dann verteilt, Frauen auch. Viele Frauen sind praktisch auch mit dem Flugzeug nach Deutschland gekommen. Also es gibt sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Wir haben mit Gütchen Wilhelm über Kofferkinder gesprochen, also das Schicksal, dass eben die Kinder zurückgelassen wurden. Du hast ja gerade jetzt einen Ausschnitt gelesen, wo die Mutter zurückgelassen wurde. In den 70er, 80er Jahren gab es ja auch schon Leute, die über die Gastarbeiter geschrieben haben, aber es waren nicht sie selbst. Es waren nicht die Kinder, es waren eher entweder Journalisten oder es waren Deutsche, die darüber geschrieben haben, oder es waren Literaten aus der Türkei, die im Grunde aus einer literarischen, aus dieser Perspektive geschrieben haben. In den letzten Jahren sieht man immer mehr, dass die Menschen selber schreiben. Dass entweder die Kinder die Erinnerungen schreiben oder eben Enkelkinder. Kannst du dazu etwas sagen? Was bewegt die Menschen jetzt, das Wort zu ergreifen? Also bei mir war es so ein bisschen der Abstand, glaube ich, wo der Schmerz vielleicht nicht so brennt. Also wo ich selber auch zu meinem Leben, auch wenn ich das schreibe, gehe ich natürlich mit dem Gefühl rein. Es berührt mich immer wieder. Und ich glaube, das ist bei mir so, dass der Abstand tatsächlich Möglichkeiten darbietet. Dass man mit so einem Abstand oder ja, sowas, also eher mit Abstand. Das dauert natürlich Jahre, bis man, ich kann ja nur von mir sprechen, dass es schon immer in meinem Kopf war, in meinem Herzen. Und wo ich gesagt habe, jetzt kann ich mich trauen, das auch rauszubringen mit allen Pannen, die es hat. Das ist ja auch nicht einfach. Und das war so ein Schritt, ein Wagnis sozusagen. Und nach 50 Jahren Deutschland, denke ich, kann ich mich wagen, darüber zu schreiben, weil ich habe ja viele Erlebnisse gehabt und auch nicht dieses Gefühl, ich bin Opfer, ne, bin ich nicht, war ich nie, hatte auch nie das Gefühl, ich bin Opfer, obwohl mein Leben auch nicht einfach war, aber ich hatte nie das Gefühl, ich bin Opfer. Ich war ich und ich habe mein Leben so gut wie möglich gemeistert und das sehe ich bei anderen Frauen genauso.
Es war, ja, auch wenn man sich selber nicht als Opfer gefühlt hat, es war ja schon, ich sag mal, von der Aufnahmegesellschaft her, war ja schon eine gewisse Geringschätzigkeit, genau, da. Genau. Wenn man bedenkt, ne, das sind eben die armen Menschen, die zum, ja, Arbeiten herkommen, denen es schlecht geht, die Geld brauchen, die meistens eben auch geringe Bildung hatten, ja, nicht alle. Aber wenn man auf der anderen Seite dann aber auch sieht, das beschreibst du ja auch, wie hierzulande die Toiletten teilweise eine Etage tiefer waren, ne, wo man gar keine richtigen sanitären Anlagen hatte. Also man hat auf Menschen zwar runtergeguckt, in Anführungsstrichen, aber gleichzeitig war man selbst, hatte man auch ganz viele Mängel. Also das ist ja wirklich ein Rückstand, wenn man überlegt, die Toilette im ersten Stock und man wohnt im zweiten Stock, wird gemeinsam benutzt, man muss einen Schlüssel mitnehmen. Ich weiß auch, meine Tante hat auch in einer Wohnung gewohnt, wo das Waschbecken im Flur war. Es gab kein Waschbecken, es gab nur zum Geschirrspülen ein Spülbecken, aber es gab kein Waschbecken. Undenkbar. Und trotzdem, ne, du sagst ja, ich fühle mich jetzt nicht mehr als Opfer, aber trotzdem waren viele Themen schambehaftet, man hat sich nicht getraut. Andererseits erkennt man aus der Distanz so ein bisschen die Bedeutung auch dieser Geschichten. Ne, ja. Wie viel Leid auch dahinter steckt, aber wie viel Verzicht. Mhm. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, bevor die Menschen sterben, will man noch was festhalten. Mhm. Kann das sein, dass das auch eine Rolle gespielt hat? Also sie werden alt, sie gehen zurück? Ja. Ja, es ist, ein Buch kann ja auch ein Denkmal sein. Ne? Ein kleines für mich, aber es ist auch ein Denkmal für mich. Also für die Lebenden natürlich, ne? Aber auch die Fatma ist zum Beispiel, die lebt nicht mehr. So. Und das ist schon, weil sie so ein schweres Leben hatten und weil sie immer zurückstecken mussten, wie du es auch sagst, ist es gut, dass die einmal vortreten, um zu zeigen, so waren wir und wir waren jung. Das sind 18-jährige junge Frauen, 20-jährige junge Frauen, die gekommen sind und auch mit Positiven. Sie sind nicht gekommen, oh weia, sondern es war auch so, wow, es beginnt was Neues. Ja? Und natürlich, die Wünsche sind nicht in Erfüllung gegangen bei vielen. Aber viele sind auch dankbar, dass sie nach Deutschland gekommen sind. Und ich auch. Also wenn ich da noch in Bei Schischli gelebt hätte, in diesem Loch damals, vielleicht wäre ich auch nicht mehr am Leben. So, ne? Hm. Also auch wenn es bitter ist, wegzugehen, ich kann nur von mir sprechen, zu sagen, ja, es war auch gut. Der Schritt, den diese Menschen gegangen sind, oder mein Vater in ein Wagnis, war gut. Im Endeffekt bin ich ihm dankbar. Ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Geschichten, mhm, von Gastarbeiterinnen, Gastarbeitern. Ulla Stüde hat ja auch im Rahmen des Projektes 60 Leben der Interkulturellen Denkfabrik ja auch über 60 kleine Filme gemacht, auch über Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter der ersten Stunde beziehungsweise auch deren Kinder und Enkelkinder. Was ist jetzt das ganz Besondere an den Frauen, die du hier vorstellst? Was zeichnet sie alle aus? Das sind alles Frauen, die zum Arbeiten gekommen sind. Die sind aber nicht da geblieben in der Fabrik. Also die Frau, die in der Fischfabrik angefangen hat, die ist kurz danach weggegangen. Ich habe bei Siemens gearbeitet, ich bin da auch weggegangen. Also ich hätte auch das Leben haben können, dass ich da jetzt vielleicht pensioniert wäre bald, also in die Rente gehen würde. Habe ich aber nicht. Das war nicht meins, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass ich so eine monotone Arbeit mache als 15-Jährige und ich hier versauere. Das kann nicht meine Welt sein. Und dann die Konsequenz zu tragen, zu sagen, ich mache was anderes. Ich weiß nicht, wie es wird, aber ich probiere das. Und alle diese Frauen, alle haben das gemacht. Die sind nicht dort geblieben, wo sie ankamen. Auch in den Städten. Sie sind ja weitergezogen innerhalb von Deutschland. Ja. Und das finde ich schon sehr beeindruckend von den Frauen. Und von mir auch. Das ist nicht einfach, ja, zu sagen, so Kat, ich mache jetzt diese, ja, Monotonie, bekloppte Arbeit nicht mehr in der Fabrik,
Da wirst du ja dumm im Kopf, weil du immer diese monotone Arbeit machen musst, ja, immer die gleichen Handbewegungen und es kommen keine Impulse. Das heißt, man gibt irgendwann auf, man kommt in die Depression, man wird krank, ja, und sieht kein Land mehr. Das wollte ich so nicht. Und das macht uns alle aus. Also eine ganz große Mobilität, ein ganz großer Mut, ja, und auch so eine gewisse Aufbruchsstimmung eigentlich auch, ne? Genau. Dass man im Grunde sagt, so, da habe ich jetzt angefangen, aber da bleibe ich nicht. Ne? Also schon so eine sehr weitsichtige Planung auch, ne? Obwohl man darüber ja nie gelesen oder gehört hat. Ne? Ja, ja, vielleicht hören wir jetzt noch ein, zwei Frauen, ein, zwei Geschichten. Das ist die Geschichte von Fatma, die leider nicht mehr lebt. Hamburg 1965. Fatma. Ich habe sehr jung geheiratet. Ich war 15 Jahre alt und unser Nachbarssohn auch. Wir kannten uns seit unserer Geburt. Wir mochten uns, aber verliebt war ich in einem anderen Jungen aus meiner Klasse. Der Sohn der Nachbarn hätte mich lieber als eine vertraute Schwester behalten. Die Hochzeit wurde abgehalten. Außer uns waren alle glücklich. Wir zogen in eine winzige Wohnung im Stadtteil Eminönü. Istanbul gefiel mir sofort. Ich liebte es, immer am Meer zu sein. Ach, dachte ich, wäre ich doch ein Vogel und könnte die ganze Welt von oben betrachten. Bei seinen Eltern konnten wir nicht unterkommen, weil dort schon so viele Geschwister und Verwandte wohnten. Uns war es so recht. Nach der Hochzeit arbeiteten wir beide bei einem jüdischen Unternehmer in einer Spinnerei. Dieser Unternehmer war äußerst großzügig und nett zu seinen Mitarbeitern. Auf ihn ließen wir nichts kommen. Er schnauzte uns nicht an, er blieb stets freundlich. Morgens und abends fuhren wir mit der Fähre erst zur Arbeit, dann nach Hause. Es waren die schönsten gemeinsamen Momente. Oft saßen wir im Teegarten, tranken viel mit vielen Menschen Tee, unterhielten uns angeregt. Alle kamen her. Oft redeten wir über das Leben. Was braucht der Mensch zum Leben? Ach, sagte ich, hier zu sein und die gut gelaunten Paare und Familien zu sehen, das ist doch das Allerbeste. Was brauchst du mehr? Diese Abende behielten wir als die gemeinsam schönsten Erinnerungen. Nach einiger Zeit kam unser Sohn zur Welt. Wir liebten es, unser Kind. Nur die Liebe für uns blieb aus. Eines Tages setzten wir uns zusammen und sprachen darüber, wie es mit uns weitergehen soll. Denn nach der Geburt unseres Kindes wollten wir nicht miteinander schlafen. So beschlossen wir, wenn unser Kind etwas älter ist, nach Deutschland zu ziehen. Als unser Kind 7 Jahre alt wurde, kriegte ich die Arbeitserlaubnis und Reiseerlaubnis nach Deutschland. Mein Mann hatte sich ebenfalls beworben, aber wir wollten ja nicht in die gleiche Stadt ziehen. Unser Sohn sollte später bei mir wohnen. Ich verabschiedete mit schweren Herzen mich von meinem Sohn und freundschaftlich von meinem Mann. Ich wusste, dass unser Sohn beim Vater in guten Händen ist. Wir wollten uns nicht scheiden lassen. Was wollen wir denn mit den Eheringen machen, wenn wir nicht mehr zusammen leben? Weißt du, sagte ich, viele Eheringe gehen im Meer verloren. Das hörten wir oft von Freunden, die häufig am Meer badeten. Aber was wollen wir unsere Eheringe behalten, zumal du als alleinige Frau in Deutschland darauf angesprochen würdest, nach dem Motto, wenn sie verheiratet sind, wo ist denn dann ihr Ehering? Genau, entgegnete ich, du würdest auch darauf angesprochen. Wir lachten. Jetzt hatten wir ein Geheimnis. Bevor wir angenommen wurden, mussten wir noch eine Leibesuntersuchung über uns ergehen lassen. Wohlweislich wollte die Industrie nur junge und gesunde Arbeitskräfte. Ich kam mit lauter Frauen in der BRD an.
Sie alle waren jung und schön. Wir machten uns miteinander bekannt und wussten eigentlich nur, dass wir nicht so lange in Deutschland bleiben wollten. Die Reise hatte 3 Tage gedauert, die uns ermöglichte, uns kennenzulernen. Wir sollten als Spinnerinnen arbeiten. Ganz viele Frauen wurden für diese eine Spinnerei gebraucht. Es war aufregend und ich habe eine wahnsinnige Sehnsucht nach meinem Sohn gehabt. Wir wurden in unsere Unterkunft gebracht. Jeweils zu 6 bekamen wir ein Zimmer mit Doppelstockbetten und eine Gemeinschaftsküche zugewiesen. Wir hatten so viel zu erzählen, dass wir darüber das Schlafen vergaßen. Das war's. Ja, vielen, vielen Dank. Wir hören. Dankeschön. Wir hören ganz viel über die Geduld, die viele Menschen mitgebracht haben, insbesondere die Frauen, die Geduld mit den Männern, also ganz, ganz viel zu ertragen, wenn sie auch später nachgeholt werden oder wenn sie vor den Männern hier waren, die Geduld, wann sehe ich mein Kind wieder, viele Kinder, die zurückgelassen wurden, die teilweise erst als Erwachsene, bevor sie 18 wurden, ich glaube, da gab es ja auch ein Gesetz, bis 16 durfte man die Kinder noch nachholen und dann, spätestens dann, haben alle ihre Kinder nachgeholt. Und eben auch die Hoffnung immer auf ein besseres Leben. Also eigentlich diese Komponenten, wenn man sich das anguckt, die können eigentlich nur mit den Stress- und Arbeitsbedingungen nur zu Krankheit führen. Also Migration in dieser Form macht einfach oder kann eigentlich nur krank machen. Und wenn wir uns dann noch angucken, das Frauenbild der 60er Jahre in Deutschland, das sich als sehr modernes Land heute versteht und viele Dinge, die Migrantinnen noch mitbringen, ja, verhöhnt. Bis 67 durften ja auch in Deutschland Frauen nur mit Erlaubnis des Ehemannes arbeiten. Und das Frauenbild der, ja, der guten Gattin in den 50er Jahren, die Älteren unter Ihnen und euch werden das auch erinnern, das ist ja auch noch nicht so alt. Habt ihr auch mit den Frauen in den Interviews über das Frauenbild gesprochen oder darüber, wie es hier im Kontakt mit den deutschen Frauen war? War das Thema? Ja, das war Thema. Die Begegnung war ja oft bei der Arbeit. Also wo lernt man sich kennen? Als Migrant, man hat deutsche Kollegen und Kolleginnen. Und da ist es für beide Seiten das erste Mal oft, dass Menschen sich aus verschiedenen Kulturen begegnen. Und da entstehen natürlich Freundschaften, Liebschaften, auch Ärgernis natürlich gibt es auch. Aber auch die Gewerkschaften waren damals stark, das dürfen wir nicht vergessen. Die Gewerkschaften und viele Migranten haben sich auch in der Gewerkschaft, mein Vater auch, der war bei der Post, und hat sich sehr, sehr stark für die Belange der Mitarbeitern gekümmert und sehr sich engagiert. Da hat man voneinander gelernt. Oder damals in den 70ern gab es Straßenfeste, gang und gäbe in Berlin. Also ich kenne das aus Berlin. Da hat man Nachbarschaftsfeste, um das irgendwie lockerer zu machen, um zu gucken, wer ist dann mein Nachbar. Und da haben sich ganz viele kennengelernt, weiß ich noch. Auch meine Freundinnen haben sich unendlich viel verliebt und es gab unendlich viel Ärger danach. Aber das war eine Begegnungsmöglichkeit, doch. Und dann in der Schule natürlich. Ne? Ich schreibe ja auch, dass ich oft bei deutschen Freundinnen eingeladen war und da plötzlich auch so eine ganz andere Kultur erlebt habe. Und wenn die bei mir waren oder bei uns waren, haben die wiederum eine andere Kultur erlebt. Also es war eher bereichernd und ich merke auch, das hat letztes Mal, als ich in Berlin war, bei einer Lesung, hat unser Sohn gefragt, der war auch dabei, und da sagt er, Mama, ich wusste gar nicht, dass es in Berlin so offen war damals, dass so viele Nachbarschaftsfeste, Gewerkschafter und so. Und da habe ich gesagt, ja, das war damals so. Da hatte man irgendwie noch so eine Motivation noch. In den 80ern ging es wieder zurück, in den 90ern ging es wieder zurück. Dann gab es wieder eine Bewegung. Also
Das ist wie so eine Welle gewesen eigentlich. Und manchmal konnte man auf der Welle reiten, ne? Und sagen, so, das passt jetzt. Das war ganz toll. Ich komme ja auch aus dem sozialen Bereich und ich schätze auch die Arbeit von Pädagoginnen und Pädagogen sehr. Aber diese Feste, in denen die Migrantinnen und Migranten, meistens sind es dann die Migrantinnen, immer gekocht haben und ja, also man erlaube mir den Satz und die Deutschen dann immer lecker, lecker. Damit muss ich sagen, habe ich meine Probleme gehabt. Also ich habe in vielen Projekten wirklich Kochprojekte abgelehnt und ich habe teilweise sogar gesagt, ich kann gar nicht kochen, damit bloß ich nicht irgendwelche Böreks und wie sie alle heißen mitbringen muss. Und gleichzeitig, einerseits sind wir ja so ganz schnell beleidigt, das muss man ja auch sehen. Ne? Man ist sehr empfindlich, wir sind sehr empfindlich, wir Migrantinnen. Sind die Frauen, mit denen du gesprochen hast, sind die auch so empfindlich? Oder im Gespräch, hatten die auch so Themen, wo sie empfindlich drauf reagiert haben? Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen? Meistens ist es ja, wenn verglichen wird, ne? Ja, da kommen ja immer die... Ja. Nee, hatte ich so... Also es ist immer... so haben wir uns das nicht vorgestellt. Das war so ein bisschen... wenn zum Beispiel die eine Frau kommt an und guckt sich den Raum an und denkt, ach, keine Pflanzen, kein schöner Teppich, was das denn? Also so die Enttäuschung von... Geschichten. Was mir aber aufgefallen ist, als ich das Buch geschrieben habe, es ist ja dieses sich losmachen von der Heimat. Aus verschiedenen Gründen sind die Menschen gegangen. Wir sind ja aus einer Armut rausgegangen, weil meine Familie hat ja schon eine Immigration innerhalb von der Türkei gemacht. Mit Sprachen, Ortswechsel, dann nach Deutschland. Und wenn man hier ankommt, wie du es gesagt hast, beschäftigt man sich mit den Toiletten und Waschbecken. Also ganz sowieso, als würde man ankommen, dazwischen, als Flur, und dann versuchen, Fuß zu fassen. So, und bei vielen Frauen ist wirklich das Thema erstmal die Toilette. Sie kommen an und denken, oh Gott, was ist das denn? Sie kommen an und müssen sich zurechtfinden. Und bei einigen ist dieser Flur noch da und bei einigen halt nicht mehr. Dieser Flur, der im Laufe der Jahre kleiner wurde und von der Negativität weniger wurde. Und die ganz harten, die haben den Flur immer noch. So würde ich als Symbol sagen. Ne? Und ja, das würde ich so sehen. Ich habe hier mal einen Satz rausgerissen. Und zwar, das ist aus der Geschichte Melek, Berlin 1961. Da sagen zwei Frauen, die zu Gast sind, bei der Hilde, ne, ist das, was? Türkinnen hat man doch nicht zur Freundin, sondern höchstens als Putzfrau. Ne? Und daraufhin ist eben diese Hilde aufgestanden, schreibst du, und schrie, raus aber sofort. Genau. Hat sich da viel verändert? Was hat sich in der Hinsicht geändert? Rassismus, können das unter Rassismus zusammenfassen? Ja, die Begegnung. Die Begegnung ist das A und O. Also die Begegnung egal auf eine Feier, egal auf bei den Gewerkschaften, bei der Arbeit, die Begegnung, wenn man jemanden aus einem anderen Kulturkreis liebt und schätzt, dann merkt man selber, was für Vorurteile man selber hat. Und die sind nicht wenig. Und die zu korrigieren und zu sagen, brauche ich das noch oder kann ich das ablegen? Stimmt das noch? Ne? So? Stimmt es jetzt noch? Ich bin jetzt 61, stimmt es noch, was ich als Bilder im Kopf habe, als Vorurteile, brauche ich die noch oder können die weg? So, ne? Und bei vielen Frauen ist es mittlerweile so, bei Frauen machen ja erstmal den Kontakt. Mhm. Und es sind viele Frauen, die türkische, deutsche, kurdische, armenische Freundinnen sind und das Thema ganz anderer Art ist, wollen wir diesen Film gucken oder
wo wollen wir reisen oder so. Ne? Es sind andere Themen, weil das Wichtigste, wenn man älter wird, ist die Zeit. Ja. Ne? Und wenn man jünger ist, hat man vielleicht noch so dieses Gefühl, oh, was kostet die Welt? Aber wenn man älter wird, ist die Zeit kostbar. Und da zu gucken, muss man sich da noch festbinden oder kann man die Fessel lösen? Und weil die Zeit auch knapp wird. Ach so. Ach, so? Ach, schade. Ja. Willst du? Ja. So ist gut. Okay. Ah ja, weil ich bewege mich immer, ne? Okay? Ja. Ich guck dich jetzt an. Willst du einen Teil nochmal, ein paar Sätze vielleicht nochmal wiederholen? Oder das ja? Ja, okay. Ja, und weil die Zeit ja auch knapp wird, weil eben ganz viele Migrantinnen oder Gastarbeiterinnen der ersten Stunde eben älter werden, kommen halt diese Geschichten ganz, ganz schnell. Ja, jetzt habt ihr und sie das Wort. Wer möchte Fragen stellen, wäre jetzt hier die Gelegenheit. Vielleicht gibt es aber auch einfach nur Kommentare, Ergänzungen. Es ist ja ein emotionales Thema, also wir lassen auch Emotionen zu. Hast du schön gesagt. Haben wir da eine Meldung? Jemand Mutiges? Super. Also, ich bin Hamide. Meine Geschichte in diesem Buch auch drin. Aber was Rukir gesagt hat, dass man hier mit dem Waschbecken beschäftigt hat. Ich habe in der Türkei gar kein Waschbecken kennengelernt. Suchte ich auch nicht danach. Es kommt drauf an, woher man kommt, von welchem Haus man kommt, welchem Ort man kommt. Und demnach sucht man die Sachen, die man zu Hause gekannt hat. Ich habe es keine gekannt, habe ich auch nicht gesucht. Also so gesehen. Und auf der anderen Seite, ich habe hier etwas entdeckt für mich. Ich konnte hier eigenen Willen durchsetzen. Das konnte ich zu Hause nicht. Da musste ich der Familienoberhaupt beugen. Hier musste ich meinen Ehemann nicht mal beugen. Er forderte, aber ich habe es nicht getan. War mir scheißegal. Wisst ihr warum? Weil ich hier kennengelernt habe, dass man eigene Geld verdienen kann und sich damit ernähren kann und brauche ich keinen Ernährer. Und da habe ich dann auch meine Willen durchgesetzt, ganze Leben lang in Deutschland. Jetzt bin ich 52 Jahre hier und ganz schnell, ganz kurz später habe ich angefangen, für mich selbst zu entscheiden. Ja, wie vorhin schon gesagt, 1961 waren ja die arbeitenden Gastarbeiterinnen teilweise ja emanzipierter als die deutschen Frauen, die, ne, wo die noch eben auf die Erlaubnis des Ehemannes gewartet haben. Ja, ja. Ja, möchtest du zu dem Waschbecken etwas sagen, das Hamide gesucht hat? Also das ist ja auch ein Phänomen, was es in Berlin insbesondere gab. Also ich bin in den 70er Jahren das erste Mal nach Berlin. Und in Berlin, das war unabhängig, ob das jetzt Migrantinnen gewesen sind oder Deutsche, die in solchen Wohnungen gelebt haben, wo die Toilette irgendwo im Zwischenstock gewesen ist. Das ist jetzt nicht spezifisch auf eine bestimmte Menschengruppe abgestellt, sondern das ist etwas, was Realität war in diesem Land. Völlig normal irgendwie. Und es hat insbesondere Arbeiterinnen getroffen, die eben in solchen Häusern auch gewohnt haben. Das gibt es heute, glaube ich, fast nicht mehr. Heute gibt es andere Skandale, irgendwie, wo Menschen irgendwie in Unterkünften untergebracht werden, auch als Arbeitende, die wahrscheinlich schlimmer sind als das, was es damals gewesen ist. Ja, also ich habe das natürlich auch erlebt, aber diese Etage unten, wo man auf Toilette gegangen ist, waren die Wohnungen irgendwie in den 70ern manchmal wirklich, wie du sagst, Matthias, nur von Arbeitern, Griechen, Türken, Kurden und irgendwann hatte man
ganz wenig wohlsituierte Leute, sondern die waren irgendwie in anderen Stadtteilen, wie es sozusagen in Ottensen in den 70ern auch so ist und so war. Das heißt, da waren auch die Wohnungen unten im Keller und später, jetzt kriegt man keine Wohnung für 700.000 Euro. Also dass die Gentrifizierung, das hat in Berlin damals auch gerade angefangen, stadtteilmäßig. Ja. Und in den miesesten Wohnungen waren natürlich Immigranten. So. Ja, haben wir noch Meldungen, Fragen? Sie haben die Chance, ihr habt die Chance, die Autorin nach weiteren Details zu fragen oder auch Kommentare zu geben. Also mir ist vorhin aufgefallen und nochmal wieder eingefallen, dass es keine bessere Zeit gab, Einwanderer zu integrieren als die 70er Jahre. Denn das war die Zeit, in der man sich von der Vätergeneration gelöst hat, in der ein allgemeiner Aufbruch in eine neue Lebenshaltung drin war, wo eine ganz große Neugierde da war für die Eingewanderten, für die Griechen, Italiener, auch für die Türken. Die Begegnungsmöglichkeiten, die waren sehr gering. Aber ich erinnere aus meiner Studienzeit, dass wir damals sehr, sehr offen und sehr neugierig auf alles reagiert haben, was in irgendeiner Weise von anderen Ländern nach Deutschland kam. Ich meine, diese Zeit hat sich jetzt geändert in der Weise, dass jetzt so viele Ghettos entstanden sind, dass man dann sagt, da ist das Ghetto Wilhelmsburg oder da ist das Ghetto irgendwo da so in Berlin-Neukölln oder da sind die vielen Araber. Und ich meine, dass jetzt in dieser Zeit eine Segregation begonnen hat, die damals in der Zeit, von der Sevin berichtet oder die Frauen berichteten, gar nicht da war. Also ich empfinde das immer noch als eine einmalige historische Chance, die in irgendeiner Weise plötzlich vertan worden ist. Kannst du das bestätigen mit deinen Erfahrungen in den Gesprächen mit den Migrantinnen, mit den Frauen? Ja? Genau. Also auch zum Beispiel, wenn junge Leute sich verabredet haben im Jugendzentrum, ich durfte da nicht hin. Es war mir verboten. Aber da haben sich ganz viele kennengelernt und lieben gelernt. Also es waren Möglichkeiten und je nach Familie wurde das erlaubt, auch türkisch-kurdischen Familien, oder nicht. Also es gab Möglichkeiten, aber wir haben auch unseren Teil dazu beigetragen, ob wir noch fremd bleiben oder gehen. Wir wollten ja alle gehen. Ne? Jahrelang haben wir gehört, wir gehen. Kauf dir nicht das, brauchst du doch nicht. Das Geld soll ja in die Türkei. Da wollen wir uns eine Existenz gründen. Und zu merken, dass man über die Jahre fremd wird. Dort ist man auch fremd. Und die anderen sind uns aber auch fremd, die dort leben. Und dann hat man gar keine Möglichkeit mehr oder sieht keine Möglichkeit mehr zu gehen. Und man bleibt. Und aber immer mit dem Gefühl noch, mit dem Koffer, der auf dem Schrank gestapelt ist, kenne ich noch einige Koffer von uns, was da alles drin war, für die Türkei. Wir sind aber hier. So. Also das Stichwort im Grunde Sehnsucht, ne? Sehnsucht nach einem Ort, den es eigentlich gar nicht mehr wirklich gibt, den gibt es halt eher im Kopf. Ne? Man denke an, wie heißt der Film, Sarı Mercedes mit Ilyas Salman, der ja von seinem Dorf träumt und mit einem gelben Mercedes sich auf den Weg macht, stolz, ne? Der Mercedes glänzt und strahlt und er hat immer davon geträumt, diesen Reichtum, den er eben in der neuen Heimat in Deutschland in die Heimat zu zeigen und zu präsentieren. Es kommt natürlich, wie es kommen muss. Er kommt an, das Auto ist eine Schrottkiste geworden auf dem Weg nach vielen, vielen Unfällen und das Dorf gibt es auch nicht mehr. Ne? So ein bisschen hat das so, diese Symbolkraft der Sehnsucht, die da ist bei den Menschen, ja.
Vielleicht macht das auch ein Stück Migration aus. Gibt es dazu noch Kommentare, Ergänzungen, Fragen? Trauen Sie sich, traut euch. Es ist nicht immer so familiär. Kein Kommentar, aber ich möchte mich bei Sivim bedanken. Sie hat mein Leben auch festgehalten und ich bin auch berührt jetzt. Deswegen wollte ich dein Leben nicht wollen erzählen. Genau, meinen ersten Tag, ich bin zweimal angekommen, hat sie festgehalten und so auch mit Bildern, das finde ich so toll und ich bin dir sehr dankbar. Dankeschön. Danke. Ja, vielen Dank für das Statement. Ich möchte da aber natürlich gerne wissen, was macht die Dankbarkeit aus? Was ist es, dass die Geschichte nicht vergessen wird oder dass man, das würde ich gerne noch mal genauer wissen. Genau das ist es. Ich hatte mich gar nicht mehr daran erinnert, als sie mich fragte, wie war denn dein erster Tag? Und wann bin ich dann angekommen? Wie war das denn? Da habe ich angefangen, darüber nachzudenken und dann noch mal zu lesen, wie das bei mir war, meine Interviews, wir hatten ja lange Interviews geführt, und dann das zusammengefasst zu lesen, damit fühle ich mich jetzt unsterblich geworden. Ich bin im Buch festgehalten worden und wer weiß, wer in 20, 30 Jahren das Buch lesen wird, wenn ich nicht mehr da bin. Genau, das hat sie das damit geschafft. Lieb, komm mal her. Mikrofon weg. Ach, das ist ja schön. Ja, da hätten wir jetzt gern einen Applaus. Dürfen wir denn jetzt diese Geschichte oder eine andere noch hören? Also ich bin mittlerweile so schon aufgeregt, dass es okay. Leute sollen sich die Bücher kaufen. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich würde gerne noch zu dem Thema, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, zu dem Thema Sehnsucht diskutieren mit euch und mit Ihnen, wenn Sie mögen, dass man eben so an einem Traum festhält und der gibt einem ja auch eine gewisse Kraft. Das heißt, wenn ich hier bin, der Plan war ja, die Menschen der ersten Stunde wollten ja ein paar Jahre bleiben, etwas Geld sparen und dann wieder zurück in die Heimat, ein Häuschen kaufen, vielleicht einen Laden eröffnen, die Küche schön einrichten und dann eben ein besseres Leben haben. Es sind sehr, sehr wenige zurückgekehrt, obwohl es im 1983 dann ja das Rückkehrfördergesetz gab, wo man ja auch Geld bekommen hat. Und nichtsdestotrotz, gut, in den 80er Jahren Militärputsch, die politische Situation in der Türkei, natürlich sind nicht viele zurückgekehrt, das war zu erwarten. Aber trotzdem ist eben dieser Wunsch immer noch da. Der ist bei ganz, ganz vielen Menschen aus Syrien jetzt auch, die sind natürlich geflüchtet und hergekommen, aber dieser Traum, irgendwann wieder diese Heimat zurückgehen und dann geht es mir vielleicht wieder besser. Kennt ihr das auch aus anderen Zusammenhängen? Möchte jemand dazu auch die eigene Geschichte teilen oder ein Statement dazu geben? War das eine Meldung? Nee. Ach so. Ja. Also Sehnsucht, wenn man ausgewandert ist und weil man arm ist, weil man keine Arbeit findet, der einem satt macht, also genug Essen hat und Schlafplatz hat, diese Armut, wer erlebt hat, und guckt natürlich, ob sie zurückkehren und wieder in diese Armut fallen. Und sehr viele Menschen haben so gedacht, ich kehre nicht zurück, solange ich hier lebe und arbeite und Geld habe, dann werde ich auch hier bleiben. Zum Beispiel, ich habe nie Sehnsucht zurückzugehen gehabt. Ich wollte es nicht, ich wollte hier bleiben und ich bin auch hier geblieben. Ich bin Altonaer Ottensenerin und ich werde auch dort sterben. Und daher denke ich, sehr viele Menschen haben natürlich zurückgewollt, weil sie eben halt das soziale Leben in der Familie, in Großfamilie, mit Onkeln, Tanten in einem Dorf und Hochzeit, dies und jenes, ganz andere Kultur aufgewachsen ist, Sehnsucht nach diesem kulturellen Leben. Aber das Geld, was dort gefehlt hat, hierher, die auf den Weg gebracht hat, dass sie hier arbeiten und Geld verdienen, das hat natürlich später gezeigt,
die Menschen, die zurückgegangen sind, sind nicht freiwillig zurückgegangen. Da gab es Arbeitslosigkeit hier in Deutschland. Und der Staat hat denen Unterstützung gegeben, Geld gegeben, damit sie zurückgehen, die Gastarbeiter, die sie hier eingeladen haben. Und das war das eben halt das, was passiert ist. Aber niemand ist freiwillig zurückgekehrt. Nachdem sie älter geworden sind, dass sie nicht mehr arbeiten können oder behindert waren, dass sie Rente bekommen, die sind zurückgegangen, das ist richtig. Ich erinnere mich nichts anderes. Ich will auch nicht zurück. Also ich habe mir meine Heimat hier gefunden. Ich habe in der Türkei keine Heimat, für mich in dem Sinne, in meine Familie, niemanden Sehnsucht gehabt, weil ich als Mädchen, als Frau dort sehr gelitten habe. Und diese Heimat war nicht der Heimat, der mir glücklich gemacht hat oder irgendetwas gut gemacht hat. Und deswegen kann ich nicht danach Sehnsucht haben. Also hier, solange ich selbstbestimmt leben kann, sogar in meinem Alter, warum soll ich eine andere Traum haben soll. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich. Ja, Silvia, kommen jetzt noch mehr Geschichten? Sind noch mehr Geschichten von Frauen geplant? Also erstmal bin ich, ich hatte viel Arbeit. Ich muss mich auch entschuldigen. In diesem Buch sind auch ein paar Rechtschreibfehler. Ich habe sie gemacht und der Verlag hat sie auch übersehen. Also dafür möchte ich mich jetzt entschuldigen. Bei der zweiten Auflage wird es besser. Trotzdem ist dieser Verlag wunderbar, ganz toll. Die haben auch eine Immigrationsgeschichte, die spricht für sich selber auch. Nein, ich bin erstmal damit durch und gucken, was es sich ergibt. Vielleicht male ich nur die Frauen dann später. Keine Ahnung. Du malst die auch. Ja. Das ist ja eine andere Form des Ausdrucks. Genau. Ja. Was machst du lieber, malen oder schreiben? Malen, weil das kann ich besser. Okay, ja. Ja. Dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Es gibt die Möglichkeit, Bücher zu kaufen. Die Autorin wird auch signieren. Wenn ihr keine Fragen und Ergänzungen mehr habt, würde ich sagen, haben wir den heutigen Abend an dieser Stelle beendet. Ich kann nur noch mal darauf hinweisen, was in der nächsten Woche kommt. Und zwar ist in der nächsten Woche Sabine Adatepe mit Lichtblau Mavi. Dann gibt es das ist am 19.8. und abends gibt es dann noch ein Konzert, Duo Tom und Lilly. Am Samstag ist dann Susan Samanju da. Und ein Konzert gibt es dann auch, Emekci und Fırat Yusuf. Und am Sonntag liest dann Cornelia Manikowski. Das sozusagen zu den Konzerten und Lesungen in der nächsten Woche. Das Kinderprogramm haben Sie ja auch gesehen. Das lasse ich jetzt unerwähnt. Ich hoffe, Ulasch ist nicht ganz böse. Ja, dann vielen, vielen Dank und einen schönen Abend. Dankeschön. Bei dir möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Bei Hassan, bei Aisha, bei Ulasch und vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Dankeschön. Selim Celik Lorenzen, danke. Dankeschön.